Hey Leute und herzlich willkommen mal bei Boom Beach wieder, seit langer Zeit. Und ja, wir gucken erstmal einfach mal auf die OP. Im ersten Angriff hat Joe Trocken schon Raumgehalt zerstört. Dann kommen hier die Truppen. Und ich glaube, der hat versucht, erstmal diese grünen Dinger da zu besiegen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Habe auch ein neues Mikrofon am Start, also. Eigentlich bin ich hier gerade auf einem ganz guten Wege. Er holt sich natürlich Punkte, um hier das Ding da zu zerstören. Zieht die Truppen nur noch mal alle zusammen. Also was ich komisch finde, die Dinger, die nehmen fast keinen Schaden, ey. Kann da so viel drauf ballern, wie man will. Die kriegen keinen Schaden. Schreibt mal auf jeden Fall mal in die Kommentare, warum das so ist. Ich weiß es auch nicht. Okay, das Ding da oben ist einfach schon zerstört. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller. So, dann auf den Schützenturm. Betäubt. Okay, das war dann jetzt auch nicht mehr schwer. Also das kriegt man schon sehr leicht dann hin. Ja, und kaputt war's. So, dann gucken wir mal. Boom Money hat das angegriffen. Der ist hier. Erstmal auf, natürlich auch wieder auf diese komische Waffe, da die Kanone des Verderbens gegangen. Also hier ist das Zeichen jetzt auch noch mal. Da seht ihr das auch. Oder war der auch schon wieder kaputt? Den Ton, den habe ich jetzt mal komplett ausgemacht. Hab ich natürlich auch mit meinem Bombardement drauf gehauen. Dann habe ich lange überlegt. Dann habe ich aber nachher doch erstmal die Truppen gesetzt. Also, um hier vorne den Mörser eigentlich zu kaputt machen, aber okay. Ich habe natürlich auch mit Kiegern angegriffen, das war ziemlich dumm. Aber egal, weil der Mörser, der hat ihn mit einem Ding kaputt gehauen. Habe ich noch mal einen Bombardement drauf geschossen. Und da vorne hat sich dann auch nicht mehr viel getan. Dann habe ich nachher einfach zum Rückzug blasen, so. Dann habe ich
Neues Dorf, Hauptquartier Level 10 natürlich auch. Dieses Dorf könnt ihr euch auch nachbauen. Ich habe meine Eisstatuen hier schön versteckt. Boommine habe ich natürlich auch, ist auch ganz cool. Da gucken wir mal, ob wir einen angreifen können. Den kriegen wir. Also, erstmal setzen wir dann Bombardement hin. Ist der ordentlich viel da zerstört. Okay, dann noch mal. So. Zack. Zack. Zack, zack. Dann kann ich hier auch noch einmal drauf gehen. Perfekt. So. Ja, das werden wir natürlich auch schaffen jetzt hier. Keine Frage. So, schon kaputt. So. Dann gucken wir nochmal nach Bruchlinie. Oh, das ist schon schwieriger. Aber das können wir auch hinkriegen. Ich versuche das einfach mal. Also, wir gehen. Mache ich das denn? So, Bombardement. Kriege ich leider damit nicht kaputt, aber so kriege ich natürlich hin. Dann müssen wir sehen, dass wir an der Seite hier bleiben. Unseren Truppen hier. Nein, nicht so weit gehen. Einmal kurz versammeln hier. Da bleiben bitte. Dort zur Sicherheit schocken wir den einfach nochmal. Perfekt. Bombardement da drauf. Jo. Ja, ich glaube, wir können unseren. Ich glaube, wir können was beim Bildhauer machen. Nein. Schade, weil hier zählen wir 6, 6 und nochmal 6. So, also diese Folge, die wird auch einfach mal ohne Intro kommen. Braucht man ja nicht immer. Aber dafür ist sie halt auch länger. Könnt ihr euch drüber freuen? Ich werde euch noch einen Angriff auf jeden Fall oder eine Verteidigung zeigen. Meine Heimatbasis wurde nämlich geplündert. So sah das aus. Ich mache es jetzt mal in vierfacher Geschwindigkeit. Das Problem war halt, dass dieser Schützenturm gerade umgebaut wurde. Ah. So, aber jetzt sag ich mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.